herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella für die Woche 18. bis 24. Mai 2020. Und das sind die Karten, die wir verwenden. Das Druidcraft-Tarot von Philipp und Stephanie Cagon. Eine Orakelkarte für das Krafttier, das dich in dieser Woche begleitet, fürs jeweilige Sternzeichen, ist ja eine allgemeine Legung. Das Orakel der Krafttiere von Colette Baron-Reed. Für die Legung selber noch eine Orakelkarte von Colette Baron-Reed, Weisheitskarten der Seele, was so der Ratschlag auf dem Weg ist. Wir haben das After-Tarot für die Tageskarten und zur Klärung haben wir das Tarot Familia von Lisa Parker. So, und dann habe ich die Anregung bekommen, ich soll mich auf die Legung der letzten Woche beziehen. Das wollen wir mal ausprobieren. Ich werde im Nachhinein eine Befragung starten, wenn die Legung veröffentlicht ist, wie ihr das findet, ob ihr das gut findet oder was euch daran gefällt oder nicht gefällt. Einfach mal so eine Befragung machen. Die werdet ihr bekommen, wenn ihr Abonnent seid. Und dann könnt ihr euch daran beteiligen und selbstverständlich auch eure Kommentare abgeben. Wir probieren das einfach mal aus. Und dann schauen wir mal, wie diese Woche für euch verläuft. Ein herzliches Willkommen, lieber Skorpion, zur Taroskoplegung mit Ella für die Woche 18. bis 24. Mai 2020. Wir sind bei der allgemeinen Legung wie immer. Das kann und wird wie immer auch nicht bei jedem hundertprozentig passen, aber du kannst natürlich für dich ganz persönlich Dinge daraus ziehen, umsetzen, Impulse sammeln, die dich weiterbringen. In dieser Woche machen wir es ein bisschen anders. Wir beziehen uns auf die letzte Legung von der letzten Woche. Und da waren ja einige Dinge drin, auf die wir uns in dieser Kartenlegung auch beziehen und schauen, wie das dann zusammenwirkt, wie es weitergeht sozusagen. Ja? Du kannst nachher abstimmen, ob das für dich etwas ist, was du dauerhaft so haben möchtest oder ob wir die Legungen immer separat voneinander haben wollen. Ja, und da mache ich eine Abstimmung und da kannst du dich dann natürlich auch mit beteiligen, damit ich weiß, was euch lieber ist. So, wir kommen zu den Energien von außen in dieser Woche. In der letzten Woche hattest du den Bote des Wassers, nette, freundliche Menschen. Und in dieser Woche haben wir den Gehängten. Der Gehängte ist insofern eine schöne Karte. Es ist zwar keine Bewegung drin, aber es ist das sich hineinversetzen in jemanden. Und das ist auch ein Entgegenkommen, dass jemand von außen versucht, dich besser zu verstehen. Dafür ist natürlich auch deine Mitarbeit verlangt, dass du selber auch dazu beiträgst, dass deine Mitmenschen, Kollegen, Freunde, Bekannte, wie auch immer, von dir Input bekommen, dass sie dich besser verstehen können, deine Gesichtspunkte, deine Argumente besser verstehen können, dass du dich ein bisschen öffnest und dann auch sagst, was du wirklich willst. Aber es ist sehr schön, die Menschen um dich herum oder ein Mensch, je nachdem, möchte dich verstehen, möchte dir vielleicht auch Unterstützung bieten, aber eben auch ein bisschen über dich erfahren. Ich weiß, das hast du nicht gerne, aber wir gucken mal. Wie siehst du dich denn in dieser Woche selber? Was ist dein Wunsch? Was sind deine Hoffnungen und Ängste? Was ist gut für dich? Was ist weniger gut? Und wie geht die Woche für dich aus? So, ich mache nochmal eben den Check, ob das gut sichtbar ist. Ja, kleine Idee nach links noch. So. Und dann kommen wir zu den Wochentagen. Wie immer, die Wochentage sind variabel. Das heißt, je nachdem, wann dir eine Situation begegnet, musst du dich nicht an meine Wochentage halten. Das kann bei dir anders liegen. Und wir gucken natürlich, wie du auf andere zugehst, was deine Energie ist. Letzte Woche warst du ein bisschen verschlossen mit den 7 der Schwertern. Wir schauen mal, wie das in dieser Woche aussieht. Wir haben ja jetzt den Gehängten. Jemand versucht dir irgendwie zu folgen im Sinne von Verständnis. Und wir haben immer noch die 7 der Schwerter. Also du bist immer noch verschlossen. Ja, das macht es natürlich für deine Umwelt nicht leichter, nachzuvollziehen, was du möchtest, wo du hin willst, ja, und dir dann auch die nötige Unterstützung bieten zu können. Schauen wir mal. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. Diese Tage, wie gesagt, können bei dir auch anders fallen. Das ist nicht schlimm. Hauptsache, du kannst damit was anfangen. Es bringt dir ein bisschen Input, den du vielleicht vorher so nicht hattest. Dann würde ich mich freuen. So, letzte Woche hatten wir, dass du Ballast abgeworfen hast. Das ist schön, dass du dich von Dingen getrennt hast, dass du vielleicht auch, ich sag mal, Sachen, die unnötig waren, aus deinem Leben verbannt hast. Was haben wir in dieser Woche?
Wir haben den Eremiten. Das ist der Rückzug, das ist über die Talente nachdenken, was du hast, was du kannst, wo du hin willst. Das ist nicht schlecht. Das hatten wir in der letzten Woche in Hoffnungen und Ängsten, dass du versucht hast, irgendwie herauszufinden, was deine Talente sind. Du beschäftigst dich jetzt in dieser Zeit ganz explizit damit. Das ist Jungfrauenergie, das braucht halt Zeit, das ist nicht schlimm. Und ja, schauen wir mal, wie das zu dem Gehängten von außen passt. Wir gucken mal. Dein Wunsch in dieser Woche, letzte Woche war es Ablenkung, Versuchung, mal was anderes erleben. In dieser Woche ist es der Prinz der Stäbe. Das ist auch diese Energie, sich für etwas zu begeistern. Also du möchtest wenigstens kurzzeitig etwas haben, was dich vielleicht auch positiv stimmt, was dich optimistisch macht. Und das finde ich schön, natürlich. Vielleicht ist es ein Talent, ein Hobby, wie auch immer, sei es Musik oder irgendwas anderes, wo du dann so zeitweilig auch mal so ein bisschen andere Dinge, die dich besorgt machen, vergisst. Dann hatten wir ja in den Hoffnungen und Ängsten den Eremiten. Das ist jetzt die Energie, wie du dich selber siehst. Was haben wir in dieser Woche? Wir haben die Acht der Kelche. Neue Wege gehen, das finde ich wunderbar. Das ist nämlich auch sich von alten Dingen loslösen und neue Dinge anfangen. Sei es jetzt das Talent, was du vielleicht umsetzen möchtest. Es geht einfach darum, sich selbst so ein bisschen ernst zu nehmen und natürlich zu versuchen, seinen Wünschen, seinen Bedürfnissen zu folgen. Also, dass man ein bisschen glücklicher wird. Man kann selbst am besten dafür sorgen, dass man glücklich wird, indem man erstmal erkennt, was einem am Herzen liegt, was man braucht, was man vielleicht nicht braucht und wo man am besten aufgehoben ist sozusagen. Ja, das können verschiedene Dinge sein. Das kann der Job sein, das kann die Partnerschaft sein, der Wohnort, Haustiere, was auch immer. Ja. Und die Hoffnung ist, dass du neue Wege beschreiten kannst. Das finde ich sehr schön. Wir hatten als gut für dich in der letzten Woche den König der Schwerter. Jemanden, der dir einen Ratschlag geben kann, der dir behilflich sein kann bei der Findung. Ja, bei der Findung von dem, was dich glücklicher macht, wo du hin willst, dich vielleicht auch loszulösen von den Dingen, die in der Vergangenheit für dich ja, nachhaltig noch vorhanden sind, wo du vielleicht noch die Kränkung empfindest, wo du noch enttäuscht bist und wo du dich vielleicht aus Frust oder Enttäuschung einfach zurückgezogen hast. Rat zu suchen ist nie verkehrt. Was ist in dieser Woche gut für dich? Die Neun der Stäbe. Gib nicht auf. Halte an deinen Vorhaben fest, an dem, was dich weiterbringt, wo du das Gefühl hast, da hängt mein Herz dran. Das ist etwas, ich sag mal, Unschuldiges, ja, also nichts, wo du jetzt Rachegedanken hegst, sondern etwas, wo du wirklich Freude hast. Wichtig daran ist, dass du dich nicht verausgabst, dich nicht übernimmst. Die Neun der Stäbe ist immer auch so diese Karte, man steht kurz so vorm Burnout. Es bedeutet aber in der Position gut für dich, bleib dran, gib nicht auf, auch wenn du es nicht auf Anhieb schaffst, du schaffst das schon, ja. Über kurz oder lang kommst du dahin, wo du hin willst. Es gibt manchmal Umwege, es gibt Hürden, die zu nehmen sind, aber das macht ja den Reiz aus an der ganzen Sache. Nicht gut war letzte Woche die Zusammenarbeit mit den drei der Münzen. Das war etwas schwierig, da hatten wir Konfliktpotenzial, da hatten wir möglicherweise einen Vorgesetzten oder eine Beziehung, je nachdem, wie deine Situation gelagert ist, wo du da irgendwie nicht vorwärts kamst und wo dann halt auch vielleicht ein paar klare, harte Worte gesprochen wurden. Was haben wir in dieser Woche? Die Neun der Kelche. Das ist genau das mit den Neun der Stäben, was ich sagte, gib nicht auf, auch wenn es mal nicht sofort in Erfüllung geht. Ja, Neun der Kelche ist ja Wunscherfüllung. Das wird in dieser Woche noch nicht passieren, aber du arbeitest ja dran. Und je besser und je konstruktiver du an dieser Sache arbeitest, die du umsetzen willst, desto besser für dich. Und die Neun der Kelche ist nicht in dieser Woche möglich, aber vielleicht ist sie in der nächsten oder übernächsten Woche möglich. Also bleib dran, lass dich nicht abbringen davon. Der mögliche Ausgang, da hatten wir in der letzten Woche viel Arbeit und da gab es ja auch so ein bisschen Unstimmigkeiten, dass dir zu viel aufgeladen wurde. Und jetzt haben wir die Neun der Schwerter. Du machst dir zu viele Sorgen, unnütze Sorgen. Du hängst an irgendwelchen Dingen mit dem Kopf, mit den Gedanken und ja, rotierst da ein bisschen. Dann ist es natürlich gut, wenn du dir eine Auszeit nimmst hier, dass du irgendwas machst, was du sonst vielleicht nicht machst. Momentan ist das ja alles erschwert, aber vielleicht, dass du einfach mal einen langen, strammen Spaziergang machst und einfach mal irgendwas tust, was dir Freude macht und sei es kochen oder irgendwas ausmisten, wirklich mal Platz schaffen, irgendwas, was dich auf andere Gedanken bringt. Ja?
Oder meditieren. Meditieren ist auch gut. Man befreit sich von irgendwelchen Gedanken. Und wenn du schon in den Neun der Schwertern bist, kannst du natürlich auch deine negativen Gedanken bearbeiten. Ich habe hier auf dem Kanal auch eine Meditation hinterlegt. Wenn du magst, kannst du das mal ausprobieren, wenn dich so viele Dinge belasten, dass du einfach mal loslässt. Mit der Atmung und so kann man ein bisschen was tun. Am Montag hatten wir letzte Woche die Kränkung. Du bist gekränkt, du bist beleidigt vielleicht oder es hat dich jemand gekränkt. Diese Woche haben wir die Herrscherin. Deine Gedankengänge in Bezug auf das, was du wirklich in deinem Innersten trägst, Talente, Möglichkeiten, Bedürfnisse natürlich auch, die Dinge werden fruchtbar sein, die werden sich entwickeln. Du musst halt Geduld haben. Erdenergie ist halt nicht so schnell. Und natürlich ist es nicht gut, wenn du dann in deinem Gedankenchaos versinkst. Deswegen musst du ab und zu mal da eine Gedankenauszeit nehmen. Das ist wichtig. Aber wenn du dich, wie gesagt, an die Dinge hältst, die dir Freude machen oder die du in dir trägst, die du ein bisschen erweitern möchtest, wenn du ein Talent zum Singen hast zum Beispiel, dann übe. Ja, wenn du ein Talent zum Schreiben hast, dann schreibe. Und wenn du das dann 10-mal korrigierst, aber du bist dran, du arbeitest an deinem Hobby. Ja, und das wird irgendwann in naher Zukunft Früchte tragen. Dienstag hatten wir den Neuanfang und der war halt gefährdet dadurch, dass du zu sehr an alten Verletzungen und so weiter festhältst. Und das können auch die Neun der Schwerter sein, durchaus. Hier haben wir die Neun der Münzen. Mach dich unabhängiger. Mach dich unabhängiger von den Einflüssen von außen. Ja, also unabhängig im Sinne von, lass dich nicht so schnell beleidigen. Versuche, ja, du hast ja auch nach außen hin zumindest einen Panzer. Innen sieht es dann wieder anders aus, aber du solltest das, was positiv ist, in dir kultivieren. Du solltest ja für dich etwas tun, dich um dich kümmern, um deine Freude. Und das solltest du unabhängig von anderen tun, also nicht den Einfluss anderer damit einfließen lassen. Dann hatten wir das Rad des Schicksals, die Möglichkeit, Dinge hinter sich zu lassen. Und hier haben wir den Mond. Der Mond bedeutet auch Sensitivität. Du bist ein sehr sensibles Sternzeichen als Skorpion. Und du musst dich auch damit befassen, dass du manchmal, ja, ich sag mal, zu viel von dir selbst erwartest und auch zu viel von anderen erwartest. Das sind so ein paar nicht so gute Eigenschaften vom Skorpion. Das weißt du auch, das wirst du wissen und du kannst daran arbeiten. Du kannst versuchen, das realistischer zu sehen. Wir hatten letzte Woche den König der Schwerter. Vielleicht ist da ein Ratgeber, jemand, den du befragen kannst, der dir da helfen kann, das zu überwinden, dass du nicht so ganz oder gar nicht schwarz oder weiß denkst, sondern dass du sagst, okay, ich nähere mich dem an, in kleinen Schritten. Ich muss nicht von jetzt auf gleich der Superstar sein, sondern ich erwarte von mir, dass ich das in geraumer Zeit irgendwo hinbekomme, dass ich da was umsetze, aber ich muss mich nicht überfordern. Die Acht der Kelche sind die neuen Wege. Das ist die Hoffnung, dass du neue Wege gehst, um dir selbst einen Gefallen zu tun. Am Donnerstag, da hatten wir die Acht der Schwerter, auch so ein Gedankenchaos, ja. Hier haben wir die Königin der Kelche. Die Königin der Kelche ist jemand, der sich kümmert. Und das passt wieder zu der Außenenergie des Gehängten, dass sich jemand um dich Sorgen macht oder dir helfen will. Dazu müsstest du dich natürlich auch ein bisschen öffnen. Da müsstest du kommunizieren, da müsstest du dich mitteilen, was du dir wünschst, auch von deinem Gegenüber. Ja? Königin der Kelche ist natürlich auch deine Energie, dass du dich kümmerst. Erstmal um dich selbst, deine Eigenliebe. Deine produktive Energie in positive Bahn lenkst, neue Wege gehst, dich mit deinen nicht so guten Eigenschaften beschäftigst und daran wächst und diese überwindest, langsam, aber kontinuierlich. Ja? Niemand erwartet von dir, dass du von heute auf morgen jemand anderer bist, überhaupt nicht. Aber es ist wichtig, dass du vorangehst und dass du dich nicht an Vergangenem oder an Kränkungen festhältst und dadurch nicht vorankommst. Das ist wichtig. Und die Königin der Kelche kann natürlich auch manchmal äußerst dramatisch sein, übertreiben, was die Gefühle betrifft. Und da bist du nicht ausgenommen, aber auch dein Gegenüber nicht. Und da muss man einen Konsens finden, da muss man sich irgendwo einigen, es anders versuchen vielleicht. Am Freitag hatten wir den Neustart mit dem Ass der Münzen, zumindest die Möglichkeit dazu. Und hier haben wir die Zehn der Münzen.
Also, das bedeutet Sicherheit und Stabilität. Das heißt auch, deine eigene innere Sicherheit stabilisiert sich. Du wirst sicherer in dem, was du tust. Du kommst natürlich deinen Wunschvorstellungen ein Stück näher, auch wenn sie sich nicht in dieser Woche hundertprozentig erfüllen werden. Aber du wirst spüren, dass du einen guten Schritt weiterkommst. Dann hat man den Hierophanten, die enge Bindung. Ja? Und das war eben eine Firma, ein Kollegenkreis oder auch eben eine Partnerschaft, wo es dann zu Konflikten gekommen ist in der letzten Woche. Hier haben wir die 6 der Schwerter, sehr gut, in ruhigere Gewässer schippern, nicht zu übertreiben, die Dinge bearbeiten, aber nicht so viel von sich und anderen erwarten. Ja, einfach dranbleiben, nicht locker lassen, das ist eben die 9 der Stäbe, dass man, auch wenn es eben nicht immer sofort zum Erfolg führt, dranbleibt. Und das kannst du, das weiß ich. Da hat man die 6 der Schwerter. Letzte Woche hatten wir die Herrscherin. Deine Dinge können erfolgreich sein mit der Herrscherin. Die haben wir hier. Das ist sozusagen die Fortsetzung von letzter Woche, dass du konstruktiv und positiv an die Dinge rangehst, deine Talente suchst, begeisterungsfähig bleibst und wieder wirst vielleicht, dich unabhängig machst von den Stimmungen, Launen von anderen und dass du neue Wege gehst, mit dir selber ein bisschen arbeitest, nicht zu viel von dir und anderen verlangst, dass du dich kümmerst oder dass du auch um dich kümmern lässt, ja, nicht aufgibst, dich selber stabilisierst und deinen Wünschen zumindest näher kommst. Entspann dich. Und dann haben wir am Sonntag Geduld. Da hat man, wie gesagt, die Herrscherin. Die Dinge sind fruchtbar und Geduld brauchst du auch, bis du deine negativen Gedanken endgültig mal ja, hinter dir gelassen hast. Lass dir ruhig helfen. Sei vielleicht nicht ganz so verschlossen oder versuche hier daran zu arbeiten, dass andere dir auch helfen dürfen. Ja, das ist ja wichtig. Schauen wir mal mit dem Eremiten. Was haben wir da für den Skorpion? Wir haben die 9 der Kelche. Das ist die Wunscherfüllung. Das ist das Talent zu nutzen, was du hast, was sich vielleicht noch nicht erfüllt, aber woran du arbeitest. Ass der Stäbe. Du bist mit Leidenschaft dabei und das bringt dir die Freude. Nicht der Erfolg, glaube ich, dass du dann damit Geld verdienen kannst oder dass du da den Erfolg bekommst. Das wird später kommen, aber alleine schon, dass du an dem, was dir Freude macht, arbeitest. Das bringt dir schon viel. Der Wunsch ist Prinz der Stäbe, der Eremit. Da ist es, die Begeisterung in sich selber suchen, ja, nicht bei anderen. Du suchst die Begeisterung für das, was du tust, bei dir, ja, mit dem Eremiten. Und dann haben wir das Ass der Kelche, die allumfassende Liebe und das beginnt mit der Eigenliebe. Sei gut zu dir. Ja, sei liebevoll zu dir, Königin der Kelche. Kümmere dich um das, was in dir schlummert, die liebevolle Energie, die Liebe, die du auch anderen geben möchtest. Die muss ja auch irgendwie nach außen dringen. Und du zeigst es dadurch, dass du dich auch liebevoll mit dir selbst ja, befasst und natürlich deinen Bedürfnissen nachgehst. Hoffnung und Ängste, neue Wege, ausgewogenes Geben und Nehmen. Also du gibst und du empfängst. Und dazu musst du dich natürlich auch ein bisschen öffnen. Hier, ja. Da haben wir die Gerechtigkeit. Das ist genau das Gleiche im Endeffekt. Ausgewogenes Geben und Nehmen. Fair zu bleiben, fair zu sein. Und die Dinge eben so zu sehen, wie sie ist. Niemand von uns ist perfekt. Du nicht, ich nicht, keiner. Und das ist okay. Und das aber auch nicht zu erwarten. Daran musst du ein bisschen was tun. Nicht aufgeben. 9 der Münzen, sich unabhängig machen von dem, was von außen kommt. Und die 7 der Stäbe, das ist die Dinge natürlich verteidigen, die dir wichtig sind. Ganz klar. Aufzustehen und zu sagen, nein, das passt mir nicht, das gefällt mir nicht. Vielleicht auch zu sagen, ich brauche jetzt Unterstützung, ich schaffe das nicht alleine, wenn man von dir zu viel erwartet. Ja, es ist keine Schande zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Zu sagen, ich brauche da Unterstützung. Wunscherfüllung noch nicht gut, das wird kommen mit den 10 der Kelche und der König der Stäbe ist die Leidenschaft und der Optimismus, den du weiterhin fortführen musst, um deiner Wunscherfüllung näher zu kommen. Ja? Und 9 der Schwerter ist natürlich nicht sehr hilfreich, ja? In Ruhe drüber nachdenken, aber mit den 4 der Schwertern sich auch Auszeiten gönnen, ja? Auszeiten vom Denken. Ja, Gespräche suchen, Hilfe suchen, Unterstützung, Impulse von außen, Leute, die vielleicht Ähnliches gemacht haben wie du, wenn wir jetzt bei dem Hobby bleiben oder so, dass du da dir ein Beispiel nimmst oder mit den Leuten in Kontakt trittst, aber dann auch mal wieder aussteigst und was ganz anderes machst. Knabe der Stäbe, du bist fokussiert auf dein Ziel, nur nicht übertreiben, okay? Mit den 9 der Schwertern ist das so, dass du es übertreibst und dass das dann
ja, einen auslaugt, wenn man zu viel an irgendetwas konkret arbeitet. Das soll man tun, aber man muss die Batterien zwischenzeitlich auch mal wieder mit was anderem aufladen. Herrscherin, die Dinge gehen voran. Da haben wir den Herrscher, die Herrscherin, so. Und die drei der Münzen, daran arbeiten, Zusammenarbeit, auch mit anderen. Vielleicht an dem, wo du wirklich Herzblut investierst. Vielleicht gibt es Gleichgesinnte, das, was ich gerade sagte. Leute, mit denen du dich darüber unterhalten kannst, austauschen kannst. Vielleicht auch Impulse bekommst, wie du das verbessern kannst zum Beispiel. 9 der Münzen, Klarheit und Wahrheit für dich ganz persönlich. 9 der Münzen, das bist du ganz persönlich. Das bedeutet, dass du wirklich für dich geklärt bist, wo will ich hin, was möchte ich. Wir haben die Königin der Stäbe, auch wieder Feuerenergie. Das bedeutet auch wieder mit Leidenschaft sich darum kümmern, dass die innere Leidenschaft in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Ja? Und dann haben wir eben den Mond, da haben wir den Ritter der Stäbe, die Begeisterung und die 9 der Stäbe nicht aufzugeben. Das ist das, was gut für dich ist. Ja? Die Begeisterung nicht loszulassen, dran zu bleiben und sich auf sich ganz persönlich zu konzentrieren. Sich um sich zu kümmern, Königin der Kelche. Da ist die Unzufriedenheit und da haben wir die 10 der Schwerter. Du bist fast drüber hinweg. Du schaffst das. Du musst mit dir ein bisschen Geduld haben. Vielleicht hast du mit den 4 der Kelchen das Gefühl, du hast eine Chance verpasst. Hast du nicht. Du hast dir einfach nur ein bisschen Zeit gelassen. Aber du bist fast drüber hinweg. Da ist die Sicherheit, die du dir selber bietest. Da ist der Rückzug mit dem Eremiten, denke ich mal, auch mit den 7 der Schwertern, dass du eben deine Kräfte bündelst und sammelst. Aber sei ein bisschen offener zu deiner Umwelt, damit sie dich auch verstehen. Vielleicht eine Mitteilung, dass du sagst, Leute, ich brauche mal ein bisschen Zeit für mich einfach, weil ich mir über ein paar Dinge klar werden will. Da ist der Herrscher. Der Herrscher ist ja nun derjenige, der die Dinge im Griff hat, der sich im Griff hat, ja. Aber der Herrscher sollte eben nicht von vielen Leuten zu viel erwarten und verlangen. Ja, der Herrscher, ein guter Herrscher hat auch immer im Auge, dass seine Menschen, Mitmenschen nicht perfekt sind und dass er auch nicht perfekt sein muss. Er kann delegieren und er kann um Hilfe bitten. Auch das kann ein Herrscher tun. Entspannung, da haben wir 6 der Schwerter, ruhige Gespräche und Geduld. Also auch im Gespräch Geduld haben mit dir selbst und mit anderen. Du musst nichts übers Knie brechen, du solltest aber langsam aber sicher dahin gehen, dich ein bisschen zu öffnen. Da haben wir die Geduld nochmal daneben. Die Heilung, das braucht Zeit. Das ist die Wassermann-Karte. Du weißt, dass die Dinge nicht von heute auf morgen umsetzbar sind. Und dass du auch, sagen wir mal, wenn du dich mit deinen negativen Eigenschaften beschäftigst, die Zurückhaltung, die Verschlossenheit und so weiter, dass das nicht von heute auf morgen geht. Aber das kannst du deinen Mitmenschen sagen. Ich arbeite dran, aber ich brauche ein bisschen Zeit dazu. Und mit der Hohen Priesterin wird dir deine Intuition, dein Bauchgefühl ganz genau sagen, wo du hin willst, was du tun solltest, ja, was gut ist für dich, was sich gut anfühlt, ja, und was eben nicht. Und ich denke, dass du ein paar nette Menschen um dich hast, die sehr gerne dir Unterstützung bieten und dir auch hilfreich zur Seite stehen. Ja, und die dich auch besser verstehen möchten. Ja, dazu musst du halt ein bisschen offener sein. Wir haben Einsamkeit. Kann sein, dass du dich momentan einsam fühlst, aber das liegt halt vielleicht auch daran, dass du dir erstmal über ein paar Dinge klar werden musst. Das ist nicht schlecht, mal einsam zu sein. Aber man muss irgendwann aus seinem Schneckenhaus auch mal wieder auftauchen und dann natürlich auch Rede und Antwort stehen. Die Einsamkeit bedeutet, ich ziehe mich in mich selbst zurück, um meine Seele zu nähren und fühle mich wohl in meiner Haut. Also, Einsamkeit ist nichts Schlechtes. Wenn du diese Karte erhältst, so ist dies ein Zeichen, dass Meditation Not tut. Leere deinen Geist von allen unnötigen Gedanken und erlaube der Stille, dein ganzes Wesen zu durchströmen. Dies ist kein günstiger Zeitpunkt, um Fragen zu stellen oder die Dinge auf irgendeine Weise zu forcieren. Vielmehr ist dies die Zeit für bewussten Rückzug. Jetzt kommt es vor allem darauf an, innere Einkehr zu halten und weniger darauf, dich auf deine Lebenssituation und deine Probleme zu konzentrieren. Du wirst überrascht sein, wie viele Dinge sich von selbst regeln werden, nachdem du deine Energiereserven durch diese überfällige Auszeit- und Erholungsphase wieder aufgefüllt hast. Also,
Werde dir klar über einige Dinge. Nutze diese Zeit, wichtige Erkenntnisse zu finden, deinem Hobby zu frönen oder dem, was dir eben sehr viel Freude macht, was du brauchst. Und dann wirst du die Dinge auch in naher Zukunft angehen können. Wir haben für dich als Orakelkarte das Kaninchen. Jetzt ist eine fruchtbare Zeit. Ja, deine Gedanken klären sich, dein Inneres heilt. Ja, es ist ja eine Heilungsphase. Und das Kaninchen sind auch Projekte, ne, dass Dinge fruchtbar werden, auch ohne dein Zutun. Aber wie gesagt, das, was dir am Herzen liegt, daran solltest du natürlich dranbleiben. Die Botschaft lautet: Eine sonnige Wiese erwartet dich und der Geist des Hasen erscheint, um dich aus deinem dunklen Kaninchenbau ans Licht zu locken und an einer schönen und fruchtbaren Erfahrung teilhaben zu lassen. Unter der Erde scheinst du vielleicht an einem sicheren Ort zu sein, aber die Magie beginnt, wenn du dich hervorwagst und das Risiko eingehst, dich verwundbar zu machen und etwas Neues mitzuerschaffen. Du bist eingeladen, in ein neues Leben einzutreten, mit dem du noch keine Erfahrung hast. Aber hab keine Angst. Jetzt ist auch eine Zeit, um fruchtbar und produktiv zu sein, während du dich in der Zeugungskraft des Hasengeistes sonst. Was immer du jetzt zum Leben erwecken willst, wird auf fruchtbaren Boden fallen. Als Mitschöpfer an der Seite des Allgeistes kannst du keine Fehler machen. Also lass die Ideen ans Tageslicht kommen, im Wissen darum, dass jetzt eine glückliche Zeit ungeahnter Möglichkeiten vor dir liegt. Also diese Zeit der ungeahnten Möglichkeiten kommt, wenn du ruhig wirst in dir, dir über einige Dinge klar wirst, Dinge für dich verbesserst, mit Leidenschaft an dem dranbleibst, was dir Freude macht und natürlich meditierst, um deine negativen Gedanken zu bearbeiten. Und was ganz wichtig ist, wenn du dann soweit bist, dich auch deinen Mitmenschen zu öffnen. Lieber Skorpion, ich bin gespannt, wie sich das für dich in der Realität zeigt, wie du das empfindest, ob das hilfreich ist für dich. Lass es mich gerne wissen. Und wenn es hilfreich war, würde ich mich wie immer natürlich auch über ein Däumchen hoch von dir freuen. Ja, und denk an die Abstimmung. Was ist dir lieber? Wie möchtest du es haben? Und dann werden wir das in Zukunft so machen. Also, wir sehen uns. Viel Erfolg dabei, viel Freude und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.